Bahama Man! Felix, der Walter ist gestorben. Ganz plötzlich. Es geht um den Walter, um sein Erbe. Was wird aus dem Laden ohne dich? Wer wird sein Nachfolger? Das weiss man doch noch nicht. Soll ich mich bewerben? Bitte. Ah, die Praktikantin? Das ist mein absolutes Traumpraktikum. Weiss der Teufel warum. Wir gehören tatsächlich zusammen. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Ich bin da für dich, Meli. Das ist alles, was ich weiss. Yvonne, du musst mich nicht bis ins Büro begleiten. Ja, sicher schon. Heute ist ein spezieller Tag. Wieso? Du wirst jetzt Chef. Du wirst dich nicht freuen. Ja, natürlich würde es mich freuen. Hey, Yvonne, warte. Nicht da. Guten Morgen. Ach, ich weiss, einer muss man immer so diskret sein. Ja. Übrigens, ich würde im Fall die Wand ganz anders streichen. Weißt du, so ein Lachs wäre schön. Oder zum Beispiel ja. Jesus, wir sind übermütig. Ist ja gut. Tschüss. Bis nachher. Klar, selbstverständlich. Ah, Sie sehen fantastisch aus, Frau. Das haben wir doch in der Yvonne gesagt. Sie sehen fantastisch aus, Yvonne. Dankeschön. Ich bin eben schon angezogen für heute Abend. Ich weiss, wir müssen gleich arbeiten, aber trotzdem. Es ist eben so, ich würde gerne eine kleine Feier machen für meinen Mann heute Abend, wenn es noch offiziell wird. Und ich habe schon alles vorbereitet, brauche aber trotzdem noch einen Verbündeten, der mir so ein bisschen hilft. Weil ich würde eben gerne ein Apéro machen mit einer Dia-Show über seinen Werdegang. So eine Überraschung. Ja, und jetzt wollte ich fragen, würden Sie mir helfen? Ja, natürlich. Also, mache ich gerne. Ja. Nicht lieber als das. Großartig. Das sind Bilder und den Rest bringe ich dann im Verlauf des Tages. Ich muss leider schon wieder. Wir sehen uns nachher. Merci. Bis nachher, Frau Chef. Ah, mein Haar ist echt ein Horror. Meine Augen. Ich habe nicht gepennt die ganze Nacht. So. Geht das so? Wieso? Was hast du gemacht? Ja, was echt? Hallo zusammen. Hoi. Ich habe einen Spezialauftrag gefasst von der Frau von unserem neuen Boss. Er hat sicher sofort Ja gesagt, wenn ihr dich fragt. Hm. Um was geht es denn? Ein Apéro vorbereiten und die schon. Ein strange, oder? Aber hey, psch, ist das Geheimnis, der Marco darf nichts wissen. Bonnie, wo bleibst du? Ja, komm. Das ist eine Kette im Bett. Seht denn die aus? Bin ich vom Ausgang oder was? Ziemlich heiß, wenn du mich fragst. Hey, was ist denn mit dir? Was schaust du so trist? Schau völlig normal. Kasper. Und wenn sie die ganze Nacht miteinander rumgezogen ist, das heisst noch lange nicht wirklich. Vielleicht wartet sie noch darauf, dass du sie mal für ein Date fragst. Ich wollte es gar nicht. Hey. Ich würde noch geholfen, wenn es etwas Chirurgisches ist. Wegen dem Apéro, ist sie ernst? Ja. Wegen der Dia-Show? Sie sind so etwas Weiches. Ja, was soll ich machen? Die Frau vom Chef, der widerspricht mir nicht. Verstanden? Also willst du dich einschleimen? Ach, sei ich. Die neue First Lady fährt auf mich ab. Mhm. Hm? Ganz unsexy finde ich sie auch. Komm jetzt nicht auch noch die. Sollst du doch noch heiß finden, oder? Dich finde ich schließlich auch ziemlich heiß. Schau. Neu. Geil. Nicht
keine Birkenstock, oder? Also, ich muss. Entschuldigung, ich suche den Felix. Frau Baume. Ich rufe an, okay? Nicht schlecht, ne? So, Frau von Elten, bitte. Sie können jetzt mitkommen. Endlich. Ich habe keine Zeit mehr. Bin ich nicht endlich zum Mann. Sonst kommen Sie hier. Was denn sonst? Haben Sie Schmerzen? Haspen, komm. Hast du schon noch die Luxemburger? Ich habe vielleicht den jetzt vorbestellt. Sie sind schon zahlt. Essig. Reich. Penny, kann ich weg? Nein, ich brauche dich nachher noch für ein Labor. Also, Sie haben keine Schmerzen. Sie sind jetzt gleich dran. Verdammt, komm jetzt! Wollt ihr aber nicht! Du musst, hast du verstanden? Du musst! Ich kann nicht! Du sagst mir sicher nicht, was ich muss! Wieso sage ich dir das? Ich soll das? Du bist einfach dumm. Du sagst mir noch einmal, ich sei dumm! Noch einmal, ich sei dumm! Wer ist denn schuld an dem ganzen Seid? Was soll ich schuld sein? Was hast du schuld sein? Wieso immer drauf ankommen lassen? Biss nicht mehr gehen! Ja, du machst es ja so! Ja, dass wir alle zutun, hä? Langsam, ganz langsam. Kommen Sie mal daher. Jetzt zeigen Sie mir den an. Es ist nicht schlimm. Das sieht aber nicht gut aus. Jetzt müssen wir nähen, ab in meine Praxis. Sehst du? Sei! Kappis! Was ist denn passiert? Ja, fragen Sie sich! Wie? Ja! Ja! Ich bin ein Schnätzchen in der Küche. Ja, und dann sind Sie so tief. Ja! Dann ist ich noch einmal in meinem eigenen Restaurant. Ich bin gut, wir haben eigentlich die Imbissen. Kannst du das desinfizieren? Ja. Bitte sehr. So, Sie können hier warten. Okay, du kommst mit! Du kommst mit! Sie sollen nur sehen! Was sollen Sie sehen? Ja, was will ich tun? Bitte. Nicht einmal das kannst du allein. So, es kommt sicher gleich jemand. Es ist halt ein Notfall. Ich glaube, ich komme lieber morgen wieder. Nein, jetzt bleibt sie doch da. Es kommt sicher gleich jemand. Ich rief schnell, Doktor. Hey, wo gehst du hin? Kasper, liest du etwas? Sorry, ich habe zu tun. Frau von Elten, wenn Sie jetzt gehen, dann wartet Sie morgen nur noch länger. Wenn ich jetzt gehe, komme ich nicht mehr. Dann hätte es so müssen sein. Conny. Frau von Elten, Dr. Abby, bitte kommen Sie. Und, weißt du etwas? Vor einer Woche hat der Stiftungsrat geschrieben, dass heute am 5 ein Delegierter kommt. Ja, das weiss ich dann schon. Sonst hast du nicht mehr gehört. Ich meine, das ist doch noch nicht offiziell, oder? Yvonne. Es kommt gut. Danke, Fredi. Der Marco weiss im Fall, wie loyal er ist. Du wusstest. Yvonne, was machst du denn da? Conny, wo ist der Kasper? Schnell raus. Ich habe mir anders überlegt. Ich komme doch lieber morgen wieder. Frau von Elten, wir haben jetzt Zeit. Ja, aber ich bin gesund, es geht mir gut. Ich kann Sie nicht zwingen, da zu bleiben, wie Sie wollen. Vermutlich ist es nur eine Verkältung. Ich würde Ihnen aber trotzdem empfehlen, gehen Sie zu Ihrem Arzt. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Danke. Marco, hast du eine Idee für mich? Ja, in dem Fall. Nur eine Verkältung? Bin ich gar nicht drauf gekommen. Fühlt sich so an. Das mache ich immer dann nur heute. Nicht, dass Menschen hätte kapituliert und gelitten, ob heute deine Helfer. Wie? Hast du die gelitten? Nein, aber von der Wäscherei kommt. Damit du heute chefmäßig aussiehst. Das kommt wahrscheinlich drauf an. Sicher kommt es drauf an. Reni? Ja. Mhm. Kannst du ihn durchstellen? Ich muss gerade los, aber ich komme nicht mehr. Kannst du ihn durchstellen? Grüezi, Herr Walser. Ja. Ja, kalter Schweiß und Schwindel, das ist normal. Hören Sie, nehmen Sie es aber nur noch 2 Tage ein und dann setzen Sie es ab. Ja. Gut, bis dann, Herr Walser, ade. Wieso willst du mir immer den Kuchen holen? Weil ich unglaublich gespannt bin und ich mich freue. Yvonne. Schatz, jetzt lass mich doch, du wirst nicht jeden Tag Chefarzt. Und ich finde es auf jeden Fall super sexy. Ich bin noch nicht Chef. Es ist noch lange nicht entschieden. Schatz, jetzt tu doch nicht so. Also gut, dann holst du mich halt ab. Aber nicht um 5, ich komme schon später. Okay. Und wer holt den Florian vom Kinski ab? Ist doch alles organisiert, Schatz. Bis später.
Was fummelt sie da die ganze Zeit? Ich schaue nur, wo wir nähen. Das ist sicher nicht nötig. Desinfizieren und Schluss. Bist ruhig und lass den Doktor machen. Ruhig, ruhig. Ich wäre ruhig. Aber meine Frau hat mich gerade wieder bringen. Ja, übertreib nur noch mehr. Sind Sie im Moment lang ruhig? Ich bitte, dass Sie noch putzen. Ich will mir nähen, tut nicht weh, oder? Und wenn Nora hat sich selber eingebrockt. Was soll jetzt das wieder heissen? Autsch! Tut mir leid, das müssen Sie. Weich Ei. Felix hat zwei spannende Patienten. Und? Entschuldigung, ich habe geklopft, aber Sie haben es wahrscheinlich nicht gehört. Ja, das ist gut möglich. Also, ich habe mit dem Doktor, also mit Ihnen ja schon mal mein Bewerbungsgespräch und also wir sind ja noch nicht fertig gewesen, es ist immer etwas passiert und... Das hat eine Permanence so an sich. Also, Entschuldigung, ich meine, ich kann ja nicht stören. Tut er aber. Wie bitte? Nichts. Jetzt gibt der Süßen noch mal eine Chance. Wie lange willst du eigentlich noch Bewerbungsgespräche führen? Ja, also meinetwegen. Fährt halt noch mal an. Schau dir David doch nicht zu, oder? Ja, er ist ein Schatz. Also, er gibt sich Mühe. Das ist ja nicht einfach. Ciao, Kaffee. Ja, gern. Ein schlechtes Gewissen. Da. Wegen Walter. Ist erleichtert. Wieso weißt du das? Das ist nicht der erste Freund, den ich verliere. Ist doch logisch. Jetzt hast du die ganze Zeit unter dem Walter geschafft. Hast dich aufgeopfert. Immer für die Permanence. Aber immer auch ein bisschen für ihn. Und jetzt, wo er nicht mehr da ist, ist alles neu. Alles offen. Die Möglichkeiten tun sich auf. Du bist frei. Was nützt mir die Freiheit, wenn ich nicht weiss, woher damit? Ich weiss schon, woher damit. Wieder auf Südamerika? Mhm. Ich kann ja kaum. 1979. Das war sicher schön. Es war nicht nur schön. Ja, klar. Aber hast du doch beides gehabt. Eine Arbeit, die Sinn macht. Und abends hast du ein recht glamouröses Leben geführt, oder? Ja. Den Tag durch im Dschungel und abends auf der Party. Nicht schlecht. Ja, so ungefähr. Und viel gereist natürlich. Ich erinnere mich halt nur an die schöne Seite. Das will ich auch. Irgendwann. Ernsthaft? Mhm. Jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt. Jetzt? Ausgerechnet? Das da? Du hast doch gesagt, ich sei jetzt frei. Und der David? Der kommt mit. Wäre eine neue Chance. Weißt du, was eine neue Chance wäre? Nein. Wenn du endlich schwanger wirst. Und womöglich kann er heiraten oder was? Nein, schwanger wird. Das sind zwei verschiedene Sachen. Bekanntlich. Jetzt redest du wirklich ziemlich Blödsinn, sorry. Wie alt bist du? Hey, Gertrud, du weißt genau, wie alt ich bin. Ja, eben. Du kannst natürlich auch mit farbigen Zwillingen aus Afrika zurückkommen. Schau nicht so, ich mache einen Witz. Was wird denn da? Pause. Und was machst du da? Ich meine, sagst du am Nein? Ja, ich. Ich muss das Ding hier einrichten. Es wird allerdings eine Überraschung sein. Schau dir mal da an. Rat mal, wer das ist, hä?
spezieller Wunsch von seiner Frau. Ich war schon beim Dr. Ebi. Doch. Aber ich habe mir es anders überlegt. Das heisst, als ich bei ihm war, habe ich mir es anders überlegt. Und. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich mir es wieder anders überlegt. Okay, kommen Sie einfach mal mit. Also, erzählen Sie mal. Sie haben gesagt, Sie haben sich umentschlossen. Was hat meine Kollegin gesagt? Er wollte ein Blutbild machen. Einfach nicht aus. Haben Sie Angst vor Spritzen? Ach, wenn es nur das wäre. Was denn? Er hat auch eindeutig festgestellt, dass Sie stark geschwollen sind. Die Lymphdrüse. Sind Sie verkältet? Eben nicht. Sie wissen, was das heisst. Was meinen Sie? Sie wissen doch, was so stark geschwollene Lymphdrüse bedeutet. Das kann ganz vieles bedeuten. Hat Sie denn schon jemanden untersucht, den Hausarzt? Zu dem kann ich doch nicht. Der spielt Golf mit meinem Mann. Darf ich mal? Ja. Entschuldigung. Ja. Wir müssen Ihr Blut untersuchen. Wenn Sie so etwas hätten, würden Sie es dann wissen wollen? Klar würde ich das wissen, damit ich beruhigt bin. Das muss überhaupt nicht schlimm sein. Von was haben Sie Angst? Vor AIDS. Vor AIDS? Sie glauben, Sie sind HIV-positiv? Wie kommen Sie denn da drauf? Warum wollen Sie so schnell Blut nehmen? Wegen ganz vielem. Ob Sie eine Entzündung haben oder ein Virus. Ich bin nicht verkältet. Ich bin positiv. Also sagen Sie, haben Sie denn das mit jemandem Verkehr gehabt? Wo... Ich? Nein. Mein Mann hat früher noch mal mit einem... Mit dem Callgirl. Aber das heisst doch nicht. Ja, aber die Frau, ich meine, die Frau ist gestorben. Trotzdem, das ist sicher ganz etwas anderes. Dann ist es Krebs. Ravon, haben Sie schon lange so Ängste? Ich habe es einfach immer von mir weggeschoben. Und warum sind Sie jetzt heute hier? Dann ist doch jetzt besser, wenn man herausfindet, was wirklich los ist mit Ihnen, oder? Besser? Was ist denn daran besser, wenn ich es weiss? Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann mit niemandem darüber reden. Verstehen Sie? Das darf niemand etwas... Selbstverständlich. Es ist ganz ruhig. Wir machen jetzt die nötigsten Untersuchungen. Und dann schauen wir weiter. Ich bin gerade wieder da, ja? Oh, wo ist schon? Du, ich habe eine Patientin. Ich habe extrem Angst vor Enzerkrebs. Ja, das habe ich auch. Das sind auch echt keine hübschen Krankheiten, ne? Nein, im Ernst. Die will sich nicht untersuchen lassen. Sie hat schon eine Lymphdrüse, aber ich denke, sie ist eine Choderin. Soll ich das sagen? Nie die Symptome in Frage stellen. Diskutiere mit ihr, wie sie die Symptome auch noch interpretieren könnte. Ja, das probiere ich. Biete interessante Alternativen an. Oder schick sie einfach zu uns rüber. André kennt sich aus mit sowas. Kognitive Verhaltenstherapie wirkt Wunder bei eingebildeten Kranken. Das ist echt eine Krankheit mit Suchtcharakter. Okay, ich schau mal. Also eigentlich hätte ich Kasper gesucht. Bitte? Gern geschehen. Zum Beispiel Angina oder das pfeifferische Drüsenfieber. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, natürlich, das weiss sogar ich. Aber das ist es nicht, da können Sie sicher sein. Ich wusste, die Strafe kommt irgendwann. Strafe? Für was? Dass ich die Augen nicht mehr zugemacht habe. Dass ich mich auch betrügen lasse. Redet sie jetzt von ihrer Geschichte mit ihrem Mann und dem Kalben? Ja, von der.
Und darum glaubt sie, haben sie Strafe verdient? Also wenn schon, hat sie ihren Mann. Also er hat sie ja betrogen. Nein. Jede normale Frau hat ihn verloren. Wegen einem Fehltritt? Glaube ich nicht. Das ist doch nicht das einzige Mal gewesen. Das macht er immer, wenn er betrunken ist. Das ist, wie wenn man auf den Schalter drückt. Alkohol und die Art von Sex. Ich habe mich einfach selbst aufgeben. Und damit alles verloren. Kinder, sogar ihn. Hören Sie mal, das hat jetzt alles überhaupt nichts mit Ihren Tresen zu tun. In so einem Moment kriegen Frauen Krebs. Das hat meine Psychologin gesagt, oder? Vielleicht AIDS. Das hat Ihre Psychologin gesagt? Das ist ja absurd. Absolut verantwortungslos. Was ist denn der Kasper? Vreni, ich habe doch den Kasper bestellt. Wo ist denn der? Wo hin? Okay, mach es halt selber. Also, ich nehme Ihnen jetzt ein bisschen Blut, dann können wir schon einiges ausschliessen. Gehen Sie mir Ihren Namen, bitte. Oh, was haben Sie denn da? Eine Katze. Also, das müssen wir zuerst behandeln, bevor wir Blut nehmen. Wieso? Das ist doch ganz normal, eine Katze. Wenn der nicht heilt. Bei AIDS-Kranken heilt auch nicht mehr. Hören Sie, das ist eine Wunde, die entzündet ist. Das kann immer mal passieren. Das. Der Katz, der stammt von meiner eigenen Katze. Und wenn einem die eigene Katze verletzt, bedeutet das, er verletzt sich an der eigenen Seele. Okay. Jetzt mal ganz langsam. Telefon helfen, ja? Wir tun jetzt die Wunde behandeln. Dann können Sie bei uns im Zimmer ein bisschen ausruhen. Und dann schauen wir zusammen das Resultat vom Labor. Wir sollen ja mit aufhalten. Ich schicke ihn. Wer schicken Sie? Ein Pfleger. Horst. Kannst du bitte unbedingt für mich ein Labor machen? Ja, ausnahmsweise, okay, bitte. Da bist du. Ja, bitte. Es tut mir leid, aber du kannst nicht wegen dem Labor reparieren. Das ist nicht besonders gut. Was hast du denn? Mein Knie ist einfach irgendwie schlecht. Okay, ich kann gut ablegen. Ich glaube, das P2 ist leer. Dankeschön. Die Besserung. Bald wissen wir mehr. Hallo, ich bin Horst. Ich nehme Ihnen schnell Blut ab und dann machen wir ein Labor. Ist das okay, Merit? Ja. Sind Sie Spezialist? Ja, natürlich bin ich ein Spezialist. Hier wimmelt's nur so von Spezialisten. Bitte schön. Warum glaubst du nur immer dran, dass es unendlich kann weitergehen? Kasper, geht's dir noch nicht besser? Vielleicht bist du einfach ein bisschen überarbeitet. Nein, das bist hinter du. Irgendwie stimmt doch nicht. Soll ich untersuchen? Sicher nicht. Mir fehlt nichts. Es ist nur hinter so eine Art melancholische Komponente. Willst du mit dem anderen reden? Nein, du bist wahnsinnig. Ich weiß schon, was ich habe. So wie eine Frau? Nein, absolut nicht. Was ist es denn? Hormonelle Schwankungen irgendwie. Das gibt es doch in meinem Alter. Ja, klar, ja. Du bist schon ein merkwürdiges Wesen, Kasper. Merit, du musst sofort kommen. Der Delegierte vom Stiftungsrat für dich im Chefzimmer. Wie ein Fluch, der auf uns lastet, sehen wir blind, mit uns durchtasten, werden langsam alle beständig Portionen wie es bevor er offiziell bekannt gibt, dass der Marco der neue Chef wird. Achtung!
sind nicht so neugierig. Wer hat etwas gesagt? Merit hat eine sehr wichtige Besprechung mit einem vom Stiftungsrat gehabt. Ja, sag schon. Was ist passiert? Du, ich habe zuerst gemeint, er macht einen Witz. Wer? Ja, er. Er hat gesagt, dass der Walter... Was, Merit? Ja, der Walter wünsche ich in seinem Testament, dass ich Permanos leite. Ich habe die Luxemburger gerade selber geholt. Jetzt! Scheiße, was ist das denn hier? Hey, ganz langsam, ganz langsam. Okay, ist er verarztet? Das sehe ich doch. Okay, dann haben wir ja Zeit zu reden. Also, würde mir jemand der Reihe nach erklären, was hier geschehen ist? Hätte sich geschnitten beim Kochen. Okay, jetzt wollte er ihn aber gerade die Kehle durchschneiden. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ist doch der Beste aus. Das kann ich gehen. Hey, die Bodama. Das kann ich auch. Trini, hol André. Was soll das? Legen Sie diese scheiß Schere weg. Hast du nicht gehört? Hol André, das hier braucht zweifach. So, jetzt haben Sie mir endlich mal auf fertig reden. Ja, bleibt mir ja nicht anders übrig, wenn er immer wieder kommt. Das muss ich ja. Ich meine, ich muss das Praktikum haben. Ja, warum denn so umzuverrecken? Ich meine, warum unbedingt da, bei uns? Das ist schwierig hier für Anfänger. Weil es ist interessant und außerdem, Sie sind ein Koryphäe. Koryphäe, auch das noch. An eurer Stelle würde ich schön brav an der Uni bleiben und die Zwischenarbeit machen. Hätte ja Material. Ja, aber Sie haben ja selber gesagt, ich brauche praktische Erfahrung. Und außerdem, also ich brauche ein Praktikum für die Uni und das Geld. Also ich will nicht mehr von daheim. Oh, das ist ja sehr nobel von euch. Aber wisst ihr, für hier, Permanence, ja, da seid ihr einfach noch ein bisschen jung. Ja, aber ich studiere seit 2 Jahren. Oha, seit 2 Jahren. Herr Kutelski, wieso machen Sie sich immer lustig über mich? Ich wollte noch nur sagen, dass das nichts ist für euch hier. André, sorry, da außen ist ein Ehepaar. Der Horst kann das nicht allein. Der Mann ist verletzt und wir wissen nicht so recht, ob er sich selber oder. Komm, SVV, was heisst das? Selbstverletzendes Verhalten. Ja, nicht schlecht. In Theorie ist sehr gut, aber in Praxis. Komm bitte! Grüß euch miteinander. Wir probieren es jetzt mal ohne Messer und Schere. Ist gut. Ihr seht ja, wie er mich behandelt. Ihr seht es doch, oder? Ihr gehört, was eure Frau sagen will. Auf was wartet ihr noch? Legt das Messer weg, sofort. Aha. Sie sind also die Schuld. Wegen so einem Brutalowene soll ich meine Stelle nicht bekommen. Sie müssen wissen, ich habe auch Angst. Aber die archaische Überwältigungsstrategie, das habe ich nicht nötig. Das Macho-Gehabe, das typische Muster von Angstüberwindung, sexuelle Versagensangst, fällt Ihnen eigentlich nichts besser, als mit dem Messer auf Ihre Frau loszugehen. Entschuldigung. Hey, Moment. Er hält die Stelle. Für mich ist das überhaupt kein Witz. Der Walter hat sich das bestimmt sehr gut überlegt. Gar nichts hat er sich überlegt. Er hätte mich fragen und dann hätte ich ihm klipp und klar gesagt, dass ich das nicht wollte. Das hättest du ihm nicht gesagt, Miret. Du bist doch genau die Richtige, du merkst es nur nicht. Alle haben dich gern. Der Walter hat das gewusst. Und auch der Marco wird sich damit abfinden. Ich kann ihm das nicht antun, der Yvonne. Wir sind befreundet. Ja, immer die anderen. Denk ruhig immer an die anderen, so kannst du allem ausweichen. Das ist nicht ausweichen. Ich will das nicht. Es kommt völlig aus dem Nichts raus. Was soll ich jetzt machen? Du musst dich nicht sofort entscheiden. Yvonne, sorry, Merit, dass ich einfach da reingekommen bin. Ich wollte nur wissen, wie es dir jetzt geht. Wie es mir geht? Ja, ich meine, es ist eine absurde Geschichte, was Fredi mir erzählt hat. Hat er das wirklich gesagt? Wer hat was gesagt? Der vom Stiftungsrat, also der Vater in seinem Testament.
schon Schwäche für dich, Mireille. Das ist auch begreiflich. Ich meine, er war viel allein und da sieht man sich schon so nach einer Art Fürsorge. Du, Ivan, was willst du mir eigentlich sagen? Ich will dir einfach nur sagen, ich begreife es von ihm, dass er so etwas geschrieben hat. In dem bist du auch wirklich stark. Wie was? Merit. Ihm bemuttern, ihm sich Sorgen für andere. Aber ob das etwas mit Führung und Chefsitz zu tun hat, Vergiss es. Du musst keine Angst haben. Ich nehme morgen nichts weg. Ach, sicher nicht. Dafür kenne ich dich auch viel zu gut. Aber wegen dem sind das gleich schöne Eigenschaften von dir. Weiblich und ja, so Leute braucht es. Ja, dann gehe ich jetzt. Da ist sicher noch viel zu tun. Und nicht vergessen, nachher gibt es noch Champagner. Ja, ich weiß. Tschüss. Wieso haben Sie mich zu diesem Typ geschickt? Der hat mich behandelt, als wäre ich übergeschnappt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat er Blut genommen? Der hat vor allen Dingen geredet. Ja, wir müssen alle Aspekte anschauen. Sie glauben auch, ich bilde mir das alles ein. Nein. Nein. Ja, Sie glauben mir. Sie glauben mir. Schauen Sie, Sie haben uns so vieles erzählt. Von HIV, von einem Callgirl, der gestorben ist. Von Krebs. Sie haben Panik. Dann müssen wir doch in Ruhe alles anschauen. Wissen Sie, warum ich gekommen bin? Wegen Ihrer Beschwerden? Ich muss jemanden finden, der mir hilft, wenn es schlimmer wird. Mein Hausarzt wird das nicht machen. Was? Aber Sie vielleicht. Ich will das nicht alles durchmachen. Alles, was kommt. Sterben geht ja. Also, wir wissen doch noch gar nicht, was Sie haben. Von was reden Sie? Ich kenne die Symptome. Ich habe mich erkundigt. Ich muss einfach noch ein bisschen Zeit haben. Wie sie alles geregelt hat. Was mit sie regeln? Alles. Mein Sohn ist zum zweiten Mal von der Schule geflogen, also muss ich eine neue Führung finden. Und meine Tochter ist zu klein für ihr Alter und auch ein bisschen zurück in der Entwicklung. Also für sie muss ich jemanden suchen, wo sie wohnen kann. Und eine Schule, wo man sie nicht auslacht. Ja, aber was ist denn mit ihrem Mann? Ach, der kann das doch nicht tragen. Ich habe ihnen doch erzählt von seinem Anfall. Er ist eigentlich ein Lieber. Und bewusst würde er mir mit weh machen wollen. Aber wenn er zu viel geht, wenn er irgendwo ist und ich muss ihn abholen, wenn er irgendwo landet, er kann ja nichts dafür. Er weiß nicht mehr, was er macht. Er ist einfach krank. Man sagt ja, das ist eine Krankheit. Er ist lieb zu den Kindern, wenn es ihm gut geht. Aber das ist nicht oft so. Darum, verstehen Sie, darum muss ich etwas. Muss ich etwas finden, ich muss alles regeln. Sogar für das Kätzchen muss ich noch einen Platz suchen. Also können Sie mir nicht wenigstens sagen, wie viel Zeit... Moment, stopp mal schnell. Für die Katze müssen Sie auch schauen. Ja. Kann ich noch mal Ihren Arm sehen? Wieso? Sie haben doch schon Blut genommen. Sind Sie sicher, dass der Kratz von einer Katze ist? Ja. Zeigen Sie. Du, Vreni, hast du den Bluttest schon auf der Frau von Elton? Klar, oder? In so einem Fall gibt es nur eine Therapie. Habe ich ein paar Therapeuten aufgeschrieben. Und wo Gewalt dabei ist, es tut mir leid, Frau Bodemann, aber in eurem Fall da muss ich Priorität auf eure Sicherheit setzen. Und wo ist meine Sicherheit? Eure? Ja. Ist jetzt mehr verletzt, sie oder ich? Ihr habt mich doch beim Fleischschnetzeln verletzt, oder? Erzählt doch noch mal ganz genau, was passiert ist. Von vorne. Wer will anfangen? Oder täusche ich mich? Das war vielleicht ganz anders. Ihr könnt ihm schon sagen, wenn er seine Hand wegnehmen soll. Jedem könnt ihr ihm das sagen. Ohne Angst. Ich habe keine Angst.
Gehen wir, Karin. Ich kann dich nicht abhalten. Niemand kann mich zu einer Therapie zwingen. Aber das wäre eine Chance, eurem Lied ein Ende zu setzen, Frau Bodemann. Also nochmal. Ist es zu einem Kampf gekommen? Ja, bei uns kommt es immer zu einer Art Kampf. Das kannst du jetzt nicht so sagen. Wir können Ihnen das nicht erklären. Der Heiri und ich. Ja? Es geht einfach besser. Also, wir können einfach besser, wenn es vorher ein bisschen aufregend war. Und aufregend ist es nur, wenn Gewalt dabei ist. Nein, die versteht das falsch. Wir sind nicht die Leute, die sich müssen, also, die Gewalt brauchen. Das gibt es doch auch, oder? Es ist mehr so, ich weiß ja nicht, ob ihr geheiratet seid. Ja, mit der Zeit ist es halt damals nicht mehr so interessant. Das ist ja ganz normal nach 30 Jahren. Und wenn wir Streit haben und dann Frieden machen, ja, dann ist es halt nachher umso schöner. Dann ist es, als würden wir noch einmal heiraten, gell, Heiri? Versteht ihr das? Streitkultur, meint ihr? Aber mit dem Messer aufeinander losgehen, das ist keine Streitkultur mehr. Ah, es ist halt Temperament von mir. Ja. Ja, diesmal war es halt ein bisschen heftig. Schwamm drüber. Heiri. Karin. Ich stirb nicht. Nein, an einer Filinose stirbt man nicht. Das ist eine sogenannte Katzenkratzkrankheit. Die kann man mit Antibiotika behandeln. Katzenkratzkrankheit? Und das ist ungefährlich? Das ist ungefährlich. Ich kann es nicht glauben. Wenn Sie es nicht glauben? Wie meinen Sie das? Ja, ich denke, Sie sind gar nicht erleichtert. Doch, ich habe mich nur darauf eingestellt, dass ich für alles eine Lösung finden muss. Aber Sie haben doch auch Angst gehabt? Ja, vor Schmerzen. Wissen Sie was? Suchen Sie doch gleich eine Lösung, wenn Sie weiterleben. Sie sind so belastet und haben das Gefühl, sie müssen sich um alles kümmern. Ich habe auch gemeint, ohne meinen Chef gehe ich nicht. Und es war wirklich schwer am Anfang. Ich habe total den Boden unter den Füßen verloren. Aber nach einer Weile ist es mir besser gegangen. Ich habe plötzlich wieder Luft bekommen zum Schnaufen. Schauen Sie, ich sollte jetzt plötzlich Chefin werden, weil mein Vorgesetzter gestorben ist. Das ist eine absurde Situation. Aber es zwingt mich, über mein Leben nachzudenken. Und wissen Sie was? Ich erinnere mich plötzlich wieder an meine Träume und an die Sachen, die mir wirklich wichtig sind im Leben. Und das kann Ihnen genauso gehen. Wenn Sie nicht mehr wären, ist Ihre Familie auch ohne Sie zurechtgekommen. Soll ich mich totstellen? Vielleicht ein bisschen. Manchmal in Form von einer Reise oder einfach die Zeit, die sie sich für sich selber nehmen. Ihrem Mann ist auch geholfen, wenn er selber Verantwortung übernimmt. Schauen Sie, ich habe hier noch ein paar Adressen. Vielleicht ist das etwas. Co-Abhängigkeit. Angehörigengruppe für Alkoholkranke. Mut zur Veränderung. Und draussen kommen Sie diese Medikamente über. Für Katzenkrankheit. Ich fühle mich leichter. Vielen Dank. Machen Sie etwas Schönes heute Abend. Für sich allein, nicht für die Familie. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Glauben Sie, das ist sadomasochistisch? Nein, da wird kein Schnittwund geben. Komisch. Die Ehe ist ein weites Feld, Luise. So, merci. Komm mit. Weißt du, was schwarze Melancholie ist, Conny? Nein, aber das hilft sicher dagegen. Komm, ich will mit dir anstossen, Kasperli. Hä? Ich habe gemeint, die Merit wird Chefin. Wieso zeigen die jetzt plötzlich Fotos vom Marco? Ist doch gleich, hab doch Party. Schau it, schau it, schau it.
Das Mal habe ich noch nicht gehabt. Hat aber dort schon super ausgesehen. Ja, ausgesprochen Chefmess. Na gut, grüß dich, Jen. So, bitte schön, Vreni. Wir hätten noch etwas warten. Die Situation ist sehr kompliziert. Mach dir keine Sorgen, ich habe alles im Griff. Ist aber schon klar, dass mich heute den Chefposten abbekommt, oder? Ja, schau dir das an. Der Chef war mal das Mädchen. Das war ein Geiler. Was gibt es? Felix, komm, mach das Foto weg. Ja, ich glaube, Merit hat uns allen etwas ganz Wichtiges mitzuteilen. Oder, Merit? Also gut. Ich wollte euch allen sagen, dass ich mir überlege, Chefin der Permanence zu werden. Ich komme jetzt schauen, dass wir sie gesehen haben. Kann man es nicht mehr schnell gehen? Go, go, go! I come back! Wer macht Nachtschicht? Felix. Felix, wo bist du? Seit genau 20 Minuten solltest du da sein. Wo ist die Anna? Ich habe das Gefühl, ich bestimmt mit ihrer Geschichte nicht. Meine Frau. Merit! Ich will kein scheiß Opfer sein, okay? Okay. Ein Mann mit ihren Fähigkeiten gehört an ein Unispital. Das ist ein sehr verlockendes Angebot.